Herr Bierhoff, wir kennen den Weg des Titelverteidigers auf dem Weg nach Russland, Gruppe C, unter anderem die Tschechische Republik dabei. Für Sie sicherlich ein ganz besonderer Gegner mit Hinblick auf Ihre Erinnerungen an das EM-Finale 1996. Ist das für Sie ein besonderes Spiel? Ja, gegen die Tschechen ist immer besonders für mich. Ich habe vor allen Dingen auch den einen oder anderen tschechischen Freund, mit dem ich mich natürlich dann immer ein bisschen frotzeln kann. Aber ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Gruppe. Es sind gute Gegner, aber schlagbar. Und ich bin vor allen Dingen froh, dass wir nicht die Franzosen oder die Italiener bei uns haben. Aber was muss man bei den Tschechen ganz besonders achten? Ich kenne die Mannschaft jetzt zu wenig von der Qualität, aber sie sind immer gegen Deutschland hochmotiviert, haben eigentlich technisch gute Spieler. Und man darf sie nicht unterschätzen und haben natürlich auch eine gewisse Heimstärke. Aber wir haben schon mal in der Qualifikation gegen sie gespielt und da lief alles sehr gut. Sowohl stilistisch als auch von den Führungspersönlichkeiten her. Was erwarten Sie von der deutschen Mannschaft jetzt in den nächsten 4 Jahren im Vergleich zu der Truppe, die letztes Jahr in Brasilien Weltmeister geworden ist? Ja, wir müssen uns natürlich immer weiterentwickeln, auch der neuen Situation jetzt gejagt zu werden und auch einen gewissen Anspruch zu erfüllen, gerecht werden. Wir haben 3 wichtige Säulen verloren mit Philipp Lahm, Per Mertesacker und Miroslav Klose. Und da müssen wir vielleicht auch ein neues Spiel entwickeln mit Spielern, die halt nicht so klassische Stürmer sind. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, dass wir die Spieler mehr in die Verantwortung nehmen, die bisher vielleicht eher noch in der zweiten Reihe standen, wie ein Thomas Müller, ein Mario Götze oder Mats Hummels. Die müssen jetzt auch Verantwortung übernehmen. Danke vielmals.